Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia! Da wollen wir mal gucken, was hier so dramatisch ist. Was waren das für Sachen, die wir gehört haben in der letzten Episode? Nichts Besonderes, wie scheint. Ups! Da hat es wohl jemand mit dem Hausputz übertrieben. Verdammt, ich kriege diesen Boden nicht porentief rein! Dann muss er brennen! Brennen! Oh, der Cricketmeister ist da. Der will hier einen neuen Sportplatz bauen. ich sollte nicht lachen darüber. Das ist Dramatik pur. Brenne, brenne. Schau, da sind noch Überlebende. Brennen sie um. Brennen all die erbärmlichen Würmer um. Das werdet ihr büßen. Oh ja, aufs Maul hauen, aufs Maul hauen. Das ist die gleiche wie letztes Mal, ich habe keine Ahnung. Aber ich werde sie so unendlich tief in den Boden stampfen. Uah. So, der ist tot. Weiter töten. So, den lasse ich drin, den Kampf, den schnell ich noch nicht raus, so schnell wieder vorbei war und noch viele Erfahrungspunkte gibt. Mit einem Punkt Bonus. Uah. Ah, so. Und weiter geht's. Hier in den anderen Augen auch noch so ordentlich aufs Maul. Woher kennst du meinen Namen? Hä? Huh? Haben wir es schon mal gesehen? You've come to attack the village again? I've had enough of this! What are you talking about? He speaks nonsense, ignore him. Listen up, inferior beings. I am Forcestus, one of the five Desian Grand Court. Bei dem Namen haben dich deine Eltern wohl nicht sehr gern gehabt, oder? Forcestus? Klingt ja irgendwie... Oh, so süß du bist. I am a superior half-elf who rules over the farm where we cultivate. Ich habe hier einen unterlegenen Ganzelfen neben mir. Lloyd, you, a human. Have been found guilty for the crime of violating the non-aggression treaty. Therefore, I bring judgment upon you and this village. You violated the treaty too. You tried to murder the chosen. Ja, die wollen ja nicht ausgelöscht werden, wenn sie Erfolg hat. Also bitte, wenn du nicht verstehen kannst. Us? Kill the chosen? I see now. Ich nix blicken gerade. Ich überhaupt nichts blicken gerade. Also die Designs sollen ja alle so, keine Ahnung. Wenn die aus der Welt der Erfolg hat, dann kommen irgendwie die Space Marines aus einem Wurmloch und bringen die Designs um. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen die Menschen oder die normalen Leute dann ja wieder in eine, sag mal, Vormachtstellung kommen. Zumindest interpretiere ich die Story soweit. Und deswegen hätten die doch allen Grund dazu, die Auserwählte abzumurksen. Ja. Hey, are you saying you aren't the ones that attacked Colette? I have no need to explain myself to the likes of you. Weil es vielleicht mehr Licht in den Plot bringen könnte. You, Lloyd Irving, have been in contact with host body F192. Kann nicht sein, ich habe noch nicht mal so viele F-Tasten auf der Tastatur. What have you done? How many times have we told you to stay away from the ranch? Also bei dem Bürgermeister denke ich mir gerade, Elvis lebt. Sorry. We've prepared an appropriate opponent for your crime. Haben die da irgendwie eine Wassermelone mit Armen und Beinen gezüchtet? What is that thing? Guck doch noch mal den Kopf an. Now, we see... Wassermelone, eindeutig. Damn. Boy, I'll help too. Du bist wahrscheinlich auch der Einzige, der mir hilft und nicht die ganzen Dorfbewohner, die drum rumstehen und sich einen abgötzen dabei. Rums, rums. Oh, ja, Stormblast, sehr schön. Danke, Penis. Was, warum blinke ich? Warum blinke ich? So, rums und blocken und abwarten und so, Penis, benutze ein Auge. Werf ein Auge auf sie. Wir haben 19 Stück davon. Also, gucken wir mal, was kann das Teil? Oh, es hat viele Lebenspünktchen. Rums und Combo, Combo, Combo. Oh, es ist... Oh, Taktik ist Button-Smashing und irgendeine
Das war. Wow! Zahnstocherattacke! Macht. Das finde ich irgendwie blöd. Keine Ahnung, dass ich zwar meinen Angriff da vorbereite, aber quasi nicht sehe. Ich kann den Knopf drücken, aber sobald ich meine Attacke da mache und ich muss meine Knöpfe länger oder beziehungsweise schnell hintereinander drücken, um eine Attacke zu machen, kann ich zwischendurch einfach nicht blocken. Wie viele Blendingspunkte hast du noch? Ich hab ja so viel. Aha. Wundermittel? Wow, das sind Erfahrungspunkte. Oh, ja, ja. Schade, dass wir die alleine haben. Vorsichtig, wir müssen weg. Wir sind in der Überzahl, wir haben die beste Bewaffnung, aber da ist ein Junge und ein kleiner Penis, die uns sich entgegenstellen und eine Melone kaputt gemacht haben. Okay. Ich hoffe, man erfährt über dieses Angelus-Projekt noch was in Zukunft. No! This is a memento of my mom's, who you designed, murdered! Würdest du dich bitte so freundlich verhalten, Lloyd, und während du was sagst, auch deinen Mund auf und zu machen und es hier nicht mit einer Bauchredner nochmal zu erfreuen? What are you talking about? Your mother was... Meine Mutter! Nein! Wir sind Brüder! Ah! Run away! What was that voice? Nein, wie eine verzerrte Marble. It can't be. Doch, gibt da so verschiedene Tools für, um sie zu verzerren. Get away! Ich komme gleich! Das erste Mal seit 20 Jahren, dass ich einen Mann zwischen meinen... Moment, er sollte zwischen deinen Schenken... Ach, egal. Deckt ihn! Deckt ihn nah! Deckt ihn mit allem, was ihr zwischen euren Beinen habt! Always come after you as long as you possess. Es wird nicht viel sein, aber mehr als nicht. Always. Marvel! No! What have you done? Look what happened to our village! It's all your fault! Hab ich die Dinge aus Holz gebaut, dass sie so leicht abfackeln, oder ihr? Meine Schuld hier, pfff! Könnt mich mal, ich hau hier ab! Will nicht mit solchen Affen in einem Dorf leben, obwohl... Lloyd wohnt ja eh außerhalb. I'm sorry. You think you can fix this by apologizing? Wir haben die Bretter bestimmt mit Brandbeschleunigern zusammengeklebt. Ich den verkauft. As long as you're here. This village will never be at peace. Do you understand? Wait a minute! You're going to exile him? Yep. Yes. What? That's not fair! Lloyd didn't do anything wrong! He just saved Marvel! Any involvement with the ranch is forbidden. There are no exceptions. So it's okay to let people die at the human ranch as long as the village is safe? People at the ranch are just going to rot there anyway. Okay. Had you not done something so stupid, it'd have been the only ones that died. You humans are all the same. That's enough, Genus. This was my fault. I'll leave. Mayor, surely you don't have to be so strict on a child. What are you saying? Do you realize how many people died here because of him? It's not Lloyd's fault. I'm the one that took him to the ranch, so it's my fault. Also, ich habe hier noch keinen toten Menschen gesehen, außer die Marble-Melone. But it's Lloyd the designs are after. And besides, Lloyd isn't from this village to begin with. He's an outsider, raised by a dwarf. Sündenbock, Sündenbock! Du bist eine Minderheit und deswegen dürfen wir dich rauswerfen. Yay! And I'm leaving too.
I'm just as guilty as he is. Ja, ich bin auch ein Außenseiter. Ich hab weiße Haare. Gina. Mama, Mama. By the rights vested in me as mayor, I hereby announce the banishment of Lloyd and Genus from the village of Isalia. Get out! I'm sorry for causing you trouble. If you feel that way, please catch up to the Chosen and protect her. If in doing so, the world is saved, surely everyone will change their mind. And I'm sure Colette would want that as well. Yes, I will atone for what I've done. I swear to protect Colette for the sake of those who have died because of me. Wer ist denn da jetzt gestorben? Ich sehe keine Toten. Menschen. So I promise to stick by you always. Stay Genus. Why don't you use that X-Sphere? That's Marble's memento. Moment! Moment! Okay. Lloyd hat das Ding die ganze Zeit bei sich. Und gibt es niemandem. Hat es keinem Schwein gegeben und dann explodiert Marble und das Ding fällt von ihr ab oder was? Wie hat ihr das gekriegt? I'll explain to you on how to use the keycrest later. After all, it looks like it's going to be a long journey. Yeah. So, das war das mehr oder weniger tragische Ende in unserem im Dorf Isalia. Komm, Neuschi. Werft euer Leben nicht weg. Möge die Göttin Martel euch beschützen. Lloyd erhält den Titel Suchender. 2 Stunden später. Lloyd erhält den Titel Gefundener. Na, nun ja, das war's vorerst mit dem vielen, vielen Gelaber. Gott sei Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Tales of Symphonia! Was ist denn das für ein Gebäude da hinten? Findet ihr das beim nächsten Mal heraus?